Jana schnauft schon. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und sie schneidet wieder meinen Kopf ab. Entschuldigung. Wir sind heute mal wieder auf dem Meran 2000. Tada. Endlich mal wieder. Und wir hoffen, wir drückt uns die Daumen, dass wir gutes Wetter haben. Nicht so wie die letzten Male. Dass wir nicht wieder in Schnee, Gewitter, Regen, Hagel oder sowas kommen. Wir sind auf jeden Fall nicht alleine unterwegs und auch nicht mit den Freunden, mit denen wir eigentlich hier sind, sondern wir sind mit Marco und Sarah von Love & Compass hier. Vielleicht kennt ihr die beiden ja. Wir verlinken mal ihren YouTube-Kanal, den sie allerdings nicht mehr pflegen momentan. Vielleicht kommt es ja wieder. Vielleicht können wir sie jetzt inspirieren. Jetzt hör auf mit Quatschen, wir müssen laufen. Wir müssen jetzt laufen, wir haben nämlich eine große Tour vor uns. Wir laufen heute ohne Zwergsteiger. Ohne Zwergsteiger und zum Mittager hoch. Auf geht's. Los geht's. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, wir waren hier schon mal, sind jetzt gleich bei der Kesselberghütte, da sind wir schon mal hochgelaufen. Aber da hat uns dann leider das Gewitter mit Hagel erwischt und da konnten wir dann nicht weiterlaufen. Sind wir gleich wieder da und dann bin ich gespannt, ob wir es diesmal weiterschaffen und wie die Schneesituation da vorne am Mittager ist, auf den wir ja hoch wollen. Von hier sieht es jetzt schon so aus, als würde da Schnee liegen, aber ein paar Schneefelder mussten wir auch schon überkreuzen, überqueren. Mal schauen. Eine spannendere Tour. Ich habe es gerade noch mal kurz mit dem Handy gefilmt, das habt ihr schon gesehen, aber wir sind hier jetzt über dieses Schnee- und Geröllfeld gestapft. Das war schon, also es ging schon so ein bisschen ins Adrenalin, aber es war eine richtig coole Erfahrung und Christian will auch noch was sagen. Das war okay, also es war safe, das wollte ich dazu sagen, weil sonst hätte man es nicht gemacht. Genau, wir haben das vorher gut abgecheckt, es war safe. Aber es war trotzdem eine Herausforderung, fand ich. Ich fand's geil. We'll be right back.
Wir haben es tatsächlich gerade bis zum Gipfel geschafft. Es ist so schön gewesen, die Aussicht fantastisch. Und ich bin auch ein bisschen stolz, dass ich das geschafft habe. War richtig, richtig gut. Also jetzt geht's den Berg wieder runter und dann gucken wir mal, dass wir eine nette Einkehr finden. Wir sind jetzt gerade hier in der Mittagerhütte eingekehrt. Das Essen war hervorragend und wir haben uns ein bisschen aufgewärmt, weil es wird irgendwie doch ein bisschen frisch, weil die Sonne ist irgendwie hinter den Wolken verschwunden. Aber es sieht jetzt ein bisschen so aus, als wird es hoffentlich wieder aufklaren. Bin mir ja nicht ganz so sicher, ob die Männer uns hier richtig führen. Wir laufen hier die ganze Zeit diesen richtig steilen Berg, querfeld ein Berg ab. Ich sehe jetzt auch nicht wirklich einen Wanderweg. Also ob das der richtige Weg ist, ich bin mir nicht ganz so sicher. Wir haben uns jetzt, ich habe ja hier so ein Bäumchen auf dem Kopf, wir haben uns jetzt spontan entschieden, nicht mit der Bahn runterzufahren vom Piffinger, sondern tatsächlich nach Pfalz eben wieder zurückzulaufen. Das war jetzt eigentlich sehr entspannt und jetzt geht's aber doch recht steil den Berg runter. Ich bin gespannt, wie lange das noch so weitergeht. Also eine halbe Stunde ungefähr haben wir noch bis zum Parkplatz und dann, ja, haben wir eine gute Tour gemacht heute. Wie ihr seht, wir sind nicht mehr beim Wandern. Wir gehen jetzt im Pool. Da unten, da ist er schon, der Pool. Da hüpfen wir jetzt rein, weil wir sind echt durch. Es war eine super, super schöne Tour. Vielen Dank nochmal an Love & Compass und also an Sarah und Marco für die tolle Tourenempfehlung oder das Raussuchen der Tour. Es war wirklich richtig, richtig schön. Wir können die Tour sehr empfehlen. Aber es war jetzt am Ende doch. Ja, waren halt 16, die letzten 2 Kilometer haben sich so ein bisschen gezogen wie Kaugummi. Ja, 16,3 Kilometer und 700 Höhenmeter ungefähr. Genau. Mit ein bisschen Schnee. Also ja. Aber es war sehr, sehr schön. Und jetzt haben wir uns um den Pool auch verdient. Wir packen es jetzt genau. Auf, sonst wird das Outro wieder so lang. Genau. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat. Gebt uns einen Daumen nach oben, wenn dem so ist. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Servus. Ciao.